Mahlzeit, liebe Leute. Moin, moin. Herzlich willkommen bei den Gamecheckern. Ja, wir haben heute, also da muss ich kurz was sagen dazu. Ich habe mich ja im letzten GC mal unter uns auch vorletzten, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, dass ja Final Fantasy für die PS Vita, das wir jetzt schon im Besitz haben, erst am 31. rauskam, oder eigentlich kommen sollte, und dass die PS3-Version 2 Wochen vorher schon kam und dass die Vita-Version 5 Euro teurer ist. Habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Aber bin ich hier mal zu meinem Kumpel von Saturn gegangen und habe wieder voll gequatscht. Ich sage, wann kriegst du es denn? Weil ab und zu kann man es ja 1-2 Tage vorher erhaschen. Und ich wusste ja nicht, wie die das verkaufen. Normalerweise bleibt es ja immer der gleiche Preis wie auch bei Amazon. Jo. Also gehe ich zu ihm hin, den Typen, sag, pass auf. Ich sage, wann kriegst du das rein? Sagt er, ja, was denn? Ich sage, Final Fantasy HD für die Vita. Sagt er, wieso, das habe ich doch schon längst. Ich sage, wie, das hast du schon längst? Weißt du, reg mich drüber auf. Und dann habe ich gleich schon wieder eine Knolle. Ich sage, ja und? Da hat er ja 2 Stück. Ich sage, gib her. Ich sage, 1 für den Sanitäter und ich sage, 1 für mich. Da hat er den Stoff verkauft. Also ich volle Knolle los, bin zu GameStop. Noch 1 da. Ich sage, geil. Also bin ich dann nochmal zu meinem Seitenhändler, da bei uns gibt es so ein paar. Und da hat er auch nur noch 1. Und Veröffentlichung, 17. 2 Wochen vorher. Was soll denn der Scheiß? Merkst du was? Habt ihr wieder falsche Informationen? Ja, und 40 Euro. Nicht so wie überall im Internet 45 Euro. Tja. Da kriegst du auch vollen Schaden. Bist du doch froh, dass du es günstig gekriegt hast. Naja, auf jeden Fall werden wir beide das mal kurz zeigen, was da nun drin ist, wie das dann alles funktioniert. Ich meine, viel zu Final Fantasy brauchen wir im Endeffekt nicht sagen. Gab's ja schon auf der PS2. Nur diesmal schöner Grafik. Genau. Ich meine, damals war die Grafik auch nicht schlecht. Ein bisschen klobig, aber naja, gut, okay. Wer sich an Final Fantasy 7 erinnert, die alte Klotzbaugesellschaft, ne? Genau. der hat schon das Grafik-Update damals sehr begrüßt. Genau. Und wir machen das jetzt, aber wir, dadurch, dass wir immer noch nicht wissen, wie wir die Vita aufnehmen können, es gibt so noch keine Möglichkeit. Es funktioniert wohl mit der PS Vita TV, oder Vita TV, wie das Ding heißt. Ja. Ist aber in Deutschland, glaube ich, noch nicht rausgekommen. Weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Müsste ich mich nochmal über die News informieren. Ja, dann werden wir das quasi schön drüber filmen. Ich werde ein bisschen daddeln, der Sunny wird ein bisschen was erzählen, ich werde was erzählen und dann machen wir es ganz schön durch. Meine Freundin hat schön für uns gezeichnet. Und ich glaube, das Bild sagt alles. Scharf stellen. Stell scharf. Oh, Sunny ist immer noch scharf. Scharf. Sieht gut aus. Oh, sieht gut aus. Ja, jetzt. Und da sind wir auch schon drin. So sieht es nämlich aus. Das Spiel ist quasi, der Sanitäter hat ja da seine Hülle da noch hier. Da ist quasi nur das Spiel Final Fantasy X in HD drauf. Und das unter hier, das hier, das muss man netterweise runterladen. So viel ich weiß, ist es nämlich in Japan, sind da beide auf einer Karte oder separat. Da bin ich jetzt unsicher, auf jeden Fall muss man es da nicht runterladen. Ich habe extra auf die Uhr geguckt, ich habe eine 16.000er Leitung. Und ich habe, sage und schreibe, obwohl die Vita genau neben dem Router lag, circa 57 Minuten gebraucht. Super, dann lade ich mir heute Abend einen Wolf. Genau, und das sind 3,5 Gigabyte. Das heißt, ich musste einen Arsch voll Sachen löschen, weil die Karten sind ja immer noch nicht super günstig. Tut mir leid, wenn es hier ein bisschen spiegelt. Hier haben wir jetzt die Auswahl zwischen Final Fantasy X und Final Fantasy X Eternal Calm. Spreche ich das richtig aus? Ich denke, ja. Ne? Was genau das so sein mag, ich habe mal reingeschaut, man spielt da Yuna, aber was genau kann ich nicht sagen. Wir starten schnell einmal auf Final Fantasy X. Ich habe schon 10 Minuten gespielt. Der Sunny sagt euch jetzt ein bisschen mehr über das Game. Ja, was gibt es da großartig zu sagen? Man startet regulär ja das normale Spiel, also wer die Story noch nicht kennt. Schön, wir kriegen jetzt hier auch eine Netzwerkfunktion, ist die aktiviert, Meldung. Richtig. der Hauptprotagonist des Spiels heißt eigentlich Titus oder Titus, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ob amerikanisch oder deutsch, und lebt in
keine Ahnung, ich hab den Namen von der Stadt vergessen. Senecamp. Senecamp, genau. Da startet man auch und das Ganze fängt an mit einem quasi Blitzball-Spiel. Das ist da so ein reguläres, populäres Spiel. So ein Wasserball im Wasser. Wasserball-Fußball. Und ja, in dem normalen Video hat man es dann halt entsprechend, dass man sieht, wie das Ganze dann halt so vonstatten geht. So, das Spiel läuft halt und während dieses Spiels hat er dann halt eine Begegnung der dritten Art, weil dann ein großes, fettes Monster anfängt, die Stadt anzugreifen. So. Das ist Sinn. Genau, das ist Sinn. Der gute Charakter, den wir dann hier später noch kennenlernen will, der Oren, der... Der ist am Anfang auch dabei. Ja, der rettet Titus quasi dann halt aus dieser Situation und man muss dann halt schon ein bisschen kämpfen, ein paar Bosskämpfe machen gegen so komische Schuppen, die halt von Zinn runterfallen und hat dann auch so einen kleinen netten Bossfight und dann wird der gute Titus halt aus seiner Welt rausgerissen und kommt dann hier in die... neue Gegend, wo wir hier jetzt gerade drinnen sind. Und im Endeffekt ist es ja die gleiche Welt, nur halt 1000 Jahre später. Später, genau. Es ist dann halt so, dass man also irgendwann im Laufe des Spiels auch feststellt, warum das Ganze so ist und warum das so passiert ist. Und wir wollen ja hier halt nicht spoilern. Er trifft dann halt hier auch einen der anderen Protagonisten. Das ist dann hier der gute Walker, wie man ja ausspricht. Und man trifft dann halt relativ schnell auch einige andere Leute, die wir jetzt gerade sehen. Gibt es Unterwasserkämpfe, gibt es hier auch im Spiel, aber noch beim Leisure. Richtig geil ist hier das Oldschool-Kampfsystem. Darauf kannst du mal eingehen. Ja. Ist nicht so wie... Es ist halt nur rundenbasiert. Es ist halt so, dass man hier halt auch mal chillig das Pad beiseite legen kann und mal kurz auf den Pop muss und mal nicht Angst haben muss, dass seine Charaktere die ganze Zeit verrecken. Und ja, wie man hier auch sieht, gibt es immer noch die guten alten Special-Fähigkeiten. Die guten Limiteds ja. Aus dem siebten Teil und so weiter gibt es natürlich auch alle noch. Ekstase-Moves, da können wir auch gleich mal raufgehen. Genau, und da hat man halt auch den Vorteil, dass man nach und nach die ganzen Dinger dann halt lernt. Wovon das abhängig ist, habe ich selber irgendwie damals beim Spiel noch nicht gerafft. Was ich an dem Spiel sehr gut fand, ist halt dieses Sphero-Brett, wo wir auch gleich mal drauf gehen können. Mach ich. Und zwar ist es dann halt hier auch so, dass man für seinen Charakter halt immer speziell die Felder halt hier benutzen kann. Wie man hier jetzt so schön sieht, ist halt hier überall auf diesem Sphärenbrett was abgebildet. Da braucht man halt spezielle Steine für, die man aber während des Kämpfens eigentlich bekommt. Genau. Und dann halt auch spezielle Fähigkeiten halt für seinen Charakter freischalten kann. Zum Beispiel mehr HP. Genau, hier ist mehr HP. Größere Angriffsstärke. Genau. Dann halt auch noch zum Beispiel hier kann man auch so spezielle Steine benutzen, um halt hier einen neuen Durchgang freizuschalten. Genau, den halt kann man ja später freischalten. Genau, um dann halt mehr Verteidigung und so weiter zu bekommen. Und das Gute an diesem Brett ist halt, man kann echt jeden Weg gehen, den man möchte, solange er nicht blockiert ist, um dann halt auch dann entsprechend die Fähigkeiten für seinen Charakter halt entsprechend zu leveln. Also hat man einen Charakter, wie zum Beispiel Juna, nehme ich jetzt mal vorweg, oder Lulu, die ja beide sehr magiefokussiert sind, versucht man natürlich dann halt entsprechend auf die Angriffsstärke dann da drauf zu gehen, also auf Zauberfähigkeiten und so weiter. Das Problem mit Magiern im Generellen ist, sie haben einfach scheiße wenig Energie. Also suche ich mir natürlich irgendwo auf diesem scheiß Hero-Brett einen Weg, wo ich sehr viel Energie abgraschen kann, damit die nicht dauernd drauf gehen. Ja, da gibt es aber zwei verschiedene. Man darf am Anfang auswählen, ob man das normale Sphero-Brett haben möchte oder ein Profi-Sphero-Brett. Das Profi-Sphero-Brett, ich meine, das ist aber auch ein Wort, ja. Da kann man dann quasi, das ist dann für jeden fast das gleiche Brett, nur kann man da, ist das viel größer und man kann ganz andere Wege einschlagen, sodass auch ein Tidus quasi auch Magie dann lernen kann oder Lulu auch Nahkampf. Oder halt, das ist halt sehr schwierig, weil man sich ja ganz schnell verskillen kann. Mhm. Also würde ich jedem vorschlagen, erstmal dieses normale zu benutzen, weil das gibt schon einigermaßen ein bisschen was vor. Also dann kann man sich da nicht so doll verskillen. Also ich habe es einmal gemacht, dass ich dieses Profi-Brett benutzt habe und ich muss sagen, ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen. Ja, ich auch nicht. Und habe dann halt entsprechend das Normale wieder bevorzugt. Was ich an dem Spiel gut finde ist, ich darf vielleicht doch ein kleines bisschen spoilern, es ist wie beim siebten Teil, man findet also auch hier legendäre Waffen für seinen Charakter. Ja, das kannst du ruhig sagen, ja, so Ultimate-Waffen. Und es gibt hier halt, wie du vorhin gesagt hast, die Ultimas, das sind diese Ekstase-Moves. Und er hat zum Beispiel jetzt den Salto-Hieb. Das heißt, wenn er oft genug auf die Fresse kriegt, dann kann er halt diesen Salto-Hieb machen. Da muss man vorher immer so eine kleine Tastenkombination oder was machen, damit der erfolgreicher ist. Ja, aber Moment, das kann man einstellen. Zumindest war es in Final Fantasy X-2 so. Das kann sein. Dass man einstellen kann, wofür er diesen Ekstase-Bonus kriegt. Ach so, stimmt, genau. Angegriffen wird, richtig. Dann ist es also so, dass wenn ein Charakter außer man selbst angegriffen wird, dass man dann halt Energie dafür kriegt. Wenn man selber angegriffen wird, wenn man jemanden angreift, was natürlich für mich für einen Nahkämpfer am sinnvollsten ist, oder dann halt auch bei Heilung, was halt bei einem Carry wie zum Beispiel Juna, die halt sehr viel weiße Magie kann und dann halt auch jede Menge Heilskills hat, dann natürlich sehr sinnvoll ist, das halt zu benutzen. Weil die ist ja nun wirklich im Nahkampf nicht so besonders gut.
weil ist halt Magier und da würde ich dann halt benutzen, dass ich dann halt pro Level bzw. pro Heilung dann halt entsprechend immer so ein bisschen was an Energie bekomme, damit ich dann irgendwann diesen blöden Ultima benutzen kann. Der an und für sich auch sehr gut ist, muss ich sagen, weil man dann halt bestimmte Skills doppelt benutzen kann, soweit ich mich noch entsinne. Bei Lulu müsste es eigentlich genauso sein, die konnte das glaube ich auch, dass sie also bestimmte Zauber dann doppelt benutzen konnte. Bei den Nahkämpfern ist es dann halt, wie gesagt, dann mehr so der Single Move, dass man halt irgendwas speziell dann halt machen kann. Und bei den Zauberern haben sie dann halt nicht ganz so einfallsreich dann halt gesagt, okay, da kann man halt zweimal ein Skill machen. Wer Final Fantasy 7 zum Beispiel kennt, der kennt vielleicht noch die Doppel- und Quad-Essenzen. Angriff, ja. Dann konnte man Doppel und konntest dann auf Quad aufleveln. Das hat Ewigkeit gedauert. Da konntest du dann halt entsprechend ein Zauber zweimal hintereinander gleich zaubern oder halt eine Fähigkeit. Man konnte ja auch Feindesfähigkeiten lernen, gleich zweimal benutzen. Wer zum Beispiel damals bei Final Fantasy 7 die Ultima Weapons gemacht hat, war das immer sehr nützlich, wenn man halt die Quad schon hatte und den Ritter der Tafelrunde auf Level 5 hatte. Dann konnte man den Ritter der Tafelrunde gleich viermal hintereinander wegknallen. Das war natürlich immer sehr, sehr, sehr gut. Und wenn man also auch diesen Limit Breaker dann halt drin hatte, dass man halt auch über die 9999 So konntest du dann auch die Ultimate oder die Ruby Weapon dann auch locker besiegen. Ja, das war aber trotzdem immer sehr schwierig. Das überhaupt zu hinzukriegen, genau. Gerade bei der Ruby Weapon war halt auch das Problem, dass man das ja unter Wasser machen musste. Dann hatte man also auch speziell immer ein bisschen Zeit, die man dann einplanen musste. Das ist richtig. Jetzt will ich hier mal sagen, das zum diesem Spiel zurück. Es wurde das Touchpad einigermaßen eingebaut. Ich weiß es nicht, nur am Anfang jetzt kann ich jetzt hier rechts, also von links nach rechts rüberziehen, dann kann ich hier sagen, schnelle Erholung. Das heißt, ich kann sagen, jetzt schnell mit mit Items. So werden dann sofort alle Leute geheilt, muss ich unbedingt ins Menü gehen. Hier hinten haben sie nichts gemacht, das wackelt jetzt kurz, also hinter dem Touchpad und sonst hier vorne halt auch nichts. Also nur das hier, wenn ich einmal drauf drücke, kommt das glaube ich. Nee, ich muss echt ein bisschen ziehen. Geht auch von unten nach oben. Ja. Okay. Nee, von oben nach unten nicht, auch von unten nach oben. Von rechts nach links? Auch nicht. Also, wisst ihr Bescheid, von links nach rechts und von unten nach oben. Oder man zieht einfach schräg. Ja, das geht natürlich auch, ja. So, zur Grafik an sich. Es wurde die Kanten wurden verschönert, allein die Bildschärfe halt angepasst. Man darf jetzt kein komplettes Remake erwarten. Es wurde halt aufgehübscht. Final Fantasy X sah auch schon auf der PS2 schon nicht schlecht aus. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ja, aber dafür, dass es so ein kleines Maschinchen ist, muss ich sagen, hat doch eine Menge Leistung, was es bringen kann. Richtig. Also dieses Spiel für mich, irgendwas habe ich einen Ekstase-Move. Machen wir gleich noch Schwerttechnik unter Wasser. Den Seitenhieb, den wir sehen unter Wasser. Mal gucken. Sieht zwar nicht besonders aus, aber gut. Yes! Bam! Das war's doch schon. Ja, man kriegt halt später andere. Die Musik wurde komplett remastered. Das heißt, die haben die Musik komplett neu aufgenommen sozusagen. Genau. Alle Texturen geändert. Tidus sieht jetzt auch ein bisschen älter aus, bin ich der Meinung. Es ist an sich ein Final Fantasy noch der alten Schule, was mir persönlich sehr dolle gefällt. Also die ganz neuen Dinger gefallen mir nicht mehr. Und das ist quasi der letzte Teil, wo es schön und diese rundenbasierten Kämpfe gibt und hier auch wieder Bestien gibt oder auch die Aufrufe, wie man nennt. Ja. Die haben ja immer wieder neuen Namen. Und hier kann man auch einer der geilsten überhaupt bekommen, das ist Anima. Ja. Das ist der einzige Bestie oder Aufruf, den man freischalten muss. Und wenn man dann anfängt an, doch, den muss man freischalten. Das weiß ich, aber es gibt noch andere. Ja, das stimmt. Ja, mag ja sein. Auf jeden Fall, wenn du hier bei Anima einen Fehler machst, du musst nämlich in jedem Katakomben, die du machst, musst du ja irgendwie die Bestien holen. Ja. In jeder Katakomben gibt es so einen komischen Geheimgang. Und da findest du irgendwas. Und wenn du irgendwo, glaube ich, ganz am Anfang, sogar der erste, wenn du den da verpasst, kommst du da nicht mehr rein. Alle anderen kannst du nachholen. Nur den nicht. Das weiß ich nicht. Weil du später nämlich nicht mehr in das Dorf reinkommst, um die schwarze Bestie zu besiegen. So sieht es nämlich aus. Spoiler! Das macht ja nichts. Ihr habt das bestimmt nicht gestanden. Also, was bleibt uns am Schluss zu sagen? Wir können hier nochmal kurz raus. Das haben wir, glaube ich, so gut alles gesagt. Jetzt kann ich hier nochmal kurz Final Fantasy X2. Das habe ich ja schon mal runtergeladen. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ich fand es so eigentlich gar nicht schlecht, aber die Story ist vielleicht ein bisschen lame. Also es baut auf jeden Fall auf 10 auf. Also ich will auf jeden Fall nicht spoilern. Aber jetzt einfach X2 zu spielen ist zwar möglich, aber es baut halt schon auf den ersten Teil auf. Es gibt sogar noch eine Zusatzmission, wie man hier gesehen hat. Das war die Last Mission. Ich glaube, da haben sie die letzte
den letzten Abschnitt vom Spiel ein bisschen abgeändert, wobei ich mich da jetzt nicht drauf versteifen will, weil ich das nicht als Info irgendwo nachgelesen habe. Es wäre auf jeden Fall sehr nett, mal ein anderes Ende zu sehen. Wobei die Enden in Final Fantasy ja immer variieren. Ja. Je nachdem, welche Sachen man im Spiel alle gemacht hat, gibt es ja immer unterschiedliche Endings. Darf man ja nicht vergessen. Ist mir eigentlich gar nicht bekannt. Doch, bei 10.2 war das so. Wenn du bei 10.2 mit mich dann das durchgespielt kann sein. Hast, dann hattest du nämlich eine Prozentanzeige, wie viel vom Spiel du geschafft hast. Und ich habe es einmal hinbekommen, ein Spiel, aber dann im neuen Spiel halt entsprechend, auf 100% zu kriegen. Ach, aber da musst du auch echt alles an Missionen und so weiter machen und das auch erfolgreich abschließen. Und dann hast du halt ein anderes Ending bekommen. Das Problem ist gerade, ich habe hier nichts gespeichertes. Und ich glaube, das Einzige, was wir jetzt sehen, ist ein bisschen Intro. Wobei auch da die Grafik ja schon besser ist. Also, wir werden jetzt hier, das ist ja eine Rendersequenz, das ist ja Rille. Wir werden hier aber jetzt gleich mal zum Urteil kommen, weil wir werden das Spiel jetzt, jeder kennt das Spiel ist schon seit Ewigkeiten draußen. Ich würde sagen, Final Fantasy X, hier, der ein bisschen auf Final Fantasy steht und auf Rollenspiele steht, der darf Final Fantasy X, wer es noch nicht gespielt hat, auf gar keinen Fall verpassen. Nee. Gerade jetzt, wo man es auf der PS3 quasi, sogar noch auf der Vita, ich habe es mir für die Vita oder Sani auf Vita geholt, damit man schön auf dem Sofa bequem oder am Bett dieses Spiel spielen kann. Haben wir uns das für die Vita entschieden. X2 ist jetzt sehr crazy, ist ein bisschen Sailor Moon-artig. Man muss, kann die Klamotten wechseln, es wird da halt schön in Szene gesetzt. Wie bei Sailor Moon. Ja, wobei der Klamottenwechsel ja auch beinhaltet, dass man neue Fertigkeiten hat. Ja, richtig. Aber es ist halt sehr kitschig ein bisschen und ein bisschen trashy. Ist jetzt... Also, ich hab's gespielt, aber nicht gesuchtet oder so. Ich hab's damals recht gerne gespielt, muss ich sagen. Also, wie gesagt, mal für 40 Euro kriegt ihr alle beide Titel. Final Fantasy X, wenn man das komplett, ich rede hier von komplett, mit den Richter durchspielen möchte... Der ist locker mit 300 Stunden dabei, würde ich sagen. Ja. Alleine um die Level zu steigen, die man braucht, um die scheiß Weapons und so weiter platt machen zu können, die ja auch in Final Fantasy X teilweise mit enthalten sind, braucht man schon eine gewisse Spielzeit. Genau. Final Fantasy X2 ist nicht so lang, aber wie gesagt, man kriegt da lockere 400, ich sag mal grob geschätzt 400 Spielstunden schöne Rollenspielspaß. Minimum mit beiden Teilen. Ja. Und das für 40 Euro in einer angenehmen, schicken Optik kann ich so nur weiterempfehlen. Hier, der ein bisschen was an Rollenspielen hält und Final Fantasy sowieso liebt, der kommt daran nicht vorbei. Nein. Gut. Rico. In dem Sinne sind wir, glaube ich, fertig. Oh Gott. In dem Sinne sind wir fertig. Denke auch. Genau. Ich, wie gesagt, Kaufempfehlung. Wer es noch nicht hat, holt euch es für 40 Euro. Geile Sache. Ich bin der Uschi. Ich bin der Sani. Haut rein und tschüss. Auto.